Guten Morgen, recht herzlich willkommen zu unserer täglichen gemeinsamen Bewegungseinheit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Wochenende steht vor der Tür und dementsprechend wollen wir auch fit in dieses hineinstarten. Deshalb keine Zeit verlieren, heißt es bei uns. Und wir beginnen gleich mit der ersten Übung. Da habt ihr die Musik kurz gehört, das war Guten Morgen Österreich. Aber jetzt sind wir bei der richtigen wieder, der DJ. Okay, so, erste Übung und zwar, wir gehen praktisch in die leichte Position. Mein Kameramann, der Rossi, lacht. Wir gehen in unsere Ausgangsposition, das heißt ungefähr so hüftbreit, schulterbreit, so wie ihr euch wohlfühlt. Ankommen, das kennen wir schon, wichtig, aufrechte Körperhaltung. Und jetzt beginnen wir mit unseren Armen hier zunächst einmal einen vor uns liegenden Achter zu zeichnen. Zunächst einmal ganz kleine, zarte Bewegungen zu machen. Genau, klein beginnen. Dann dazwischen auch der Richtungswechsel. Und das sind halt diese ganz, ganz einfachen Übungen, die man fast in jeder Position machen kann. Warum sage ich das? Denn mein erstes Bild, das hat mir die Susanne geschickt. Und das zeigt uns jetzt die Oma Hertha, die ist bettlägerig. Aber dann schaut's her, sie macht bei den Übungen, was sie machen kann, macht sie mit. Sehr gut. Hertha, ich bin stolz auf die Oma. Ja? Und jetzt wechseln wir mit die Richtung. Und dieses Foto erinnert mich eigentlich dran an ein Bild, das wir, glaube ich, vor 2 Jahren schon gezeigt haben. Das Bild eines Ehepaares, auch beide bettlägerig, wo man den Song geschrieben hat. Seitdem sie bei dir mitmachen, haben sie warme Hände. Das heißt, auch die kleinsten Bewegungen machen Sinn. Ja? Und wir werden mittlerweile größer und versuchen, richtig schön ausladend zu werden, große Bewegungen zu machen, unseren Achter schwingen zu lassen. Da kann der Körper mitgehen. Sehr schön. Also auch die kleinste Bewegung zahlt sich schon aus. Ja? Und Ketchup, komm. Ja, richtig. Richtig schöne, große, schwingende Achter zu zeichnen. Dann kurz einmal Richtungswechsel. Da geht es ein bisschen schwungvoll in die eine. Ja, sehr gut. Entweder nur stehend oder halt dynamischer. Wir nehmen den Körper mit, werden größer, ausladender. Sehr schön. Ja, noch einmal der Wechsel. Sehr schön. Und genau. Gut schaut das aus. Ja. So, wir kommen zur Mitte. Jetzt machen wir das Ganze stehend. Das heißt, wir zeichnen einen Achter. Das ist unsere Bewegung nach oben. Ein Klassiker, so. Und auch der geht dynamisch. Das heißt, wir gehen nach unten, kommen nach oben, gehen nach unten. Ja, da haben wir gleich den ganzen Körper mit dabei. Körperspannung, die ist da. Der Nabel, genau, wir stehen nicht schlampert. Wir sind stabil in der Körpermitte. Und wenn es geht, setzen wir unser Lächeln auf. Oben. Und wir wechseln einmal. Sehr gut. Ja, und wir sind ja international. Die Sissi hat mir ein Bild geschickt, da schon sogar in Kapstadt, vor dem Tafelberg. Wo ist sie, die Sissi? Ja, dauert ein bisschen länger als Kapstadt, dieses Foto kommt da schon. Ah nein, das ist das Video. Ein Video haben wir da schon, die Sissi in Kapstadt. Na, da haben wir schon. Und sehr schön. Und andere Richtung noch mal versuchen. Und das kann man auch dynamischer machen. Etwas schneller, also jeder so wie er möchte, in seiner Bewegungsgröße. Okay, wir schütteln ganz kurz aus. Kommen jetzt zur Mobilisation der Hüftrotatoren. Dazu aufrechte Haltung. Hände zeigen nach unten und jetzt versuchen wir hier mit unseren Fersen Richtung Fingerspitzen zu kommen. Sehr gut. Das machen wir jetzt einmal. Ja, Richtung Fingerspitzen. Lasst euch Zeit. Ja, dann haben wir noch einen und zwar Fit mit Philipp, hat er geschrieben, ist eine seiner beliebtesten Sendungen im ORF. Ja? Seit 1,5 Jahren ist er regelmäßig mit dabei und jetzt kommt das Bild. Es ist niemand geringerer als der Benimmpapst, Thomas Schäfer-Ellmeier. Ja? Der ist ein Fleißiger, weil der macht nicht nur Fit mit Philipp, sondern er hat in einem Interview auch verraten, er sitzt regelmäßig am Radl. Und was noch dazu kommt, Thomas Schäfer-Ellmeier hat heute Geburtstag. Happy Birthday, lieber Thomas Schäfer-Ellmeier. Und geht schon, wir mobilisieren, sehr schön. Zieh nach oben, sehr gut. So, nächster Schritt, den wir machen, und zwar, wir gehen eine Spur breiter in die Grätsche. Ja. Einsteiger, ihr variiert, fortgeschrittene Profis, wie auch immer. So. Dann können wir die Arme entweder da vorne verschränken oder so nach vorne strecken. Geh mit dem Gesäß nach hinten. Ja, oder nach unten, genau nach unten. Ja, Position, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Komm wieder zu euch. Und jetzt bewegen wir uns von rechts nach links. Genau.
Sehr schön. Ja, da bin ich im Papst. Regelmäßig mit dabei. Deswegen ist er so fit. Ja, das macht's aus. Sehr schön. Rechts, links. Atmung fließen lassen. Wenn ihr dazwischen eine Pause benötigt, dann sagt ihr, ist schon ein bisschen zu extrem, ich spüre schon. Macht's eine. Ja? Und steigt dann wieder ein. Und das Schöne bei unserer Geschichte ist ja, wir haben ja die Jungen, die Schüler, die Schülerinnen mit dabei. Ja? Wir haben die älteren Damen und Herren. Und das ist wieder diese soziale Komponente. Ja? Oder Oma und Opa turnen mit den Enkeln. Herrlich. Ja? Wir machen aktiv was für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden. Sehr schön. Und rechts, links. Gehen wir. Bleiben wir dran. Jawohl. Sehr schön. Und da bewegen wir uns schon. Man kann auch nochmal versuchen, eine Spur weiter nach unten gehen und etwas länger in einer Position bleiben. Das heißt, langsam werden, kurz einmal halten. Andere Seite. Ja, auch das geht. Spüren wir schön den Popschall, gell? Merkt man. Sehr gut. Atmung fließt. Sehr schön. Rechts, links einfach nur. Und wir kommen schon langsam wieder nach oben. So, jetzt brauchen wir irgendein Utensil. Ja, man kann natürlich auch sagen, man kann sich vorstellen, man hat was in der Hand. Ich nehme wieder die Handel von Little Phil. Und zwar versuchen wir Folgendes. Wir schauen, dass wir ungefähr so mal wieder schulterbreit stehen. Ja, und jetzt geben wir unser Utensil so nah es geht rund um den Körper. Und versuchen dann hier, genau, dass wir uns da richtig schön bewegen. Mobilisation. Ja, sehr gut. Eine Richtung. Dann einmal versuchen, in die andere Richtung zu gehen. Freitag haben wir, ja, das ist der Klassiker, ihr wisst ja. Wir gehen heute noch auf die Pisten. Apropos Piste, glaube ich, das erste Abfahrtstraining war ja auch schon. Ja, bei den Olympischen Spielen. Und glaube, schaut ganz gut aus. Also, dem Vinzenz hat die Pisten gefahren, hat gesagt, da ist alles drinnen, was wir brauchen. So, nächster Schritt, ja, wir geben unser Utensil da unten durch. Ja. Das heißt, Einsteiger beginnen klein, aber was wichtig ist, Rotation, Lastwechsel, Rotation, Lastwechsel. Diese Bewegung möchte ich bei euch sehen. Genau, diese Bewegung. Nicht so da durchgeben, sondern wirklich Lastwechsel, Rotation, wir gehen rüber. Sehr schön, das ist unsere Bewegung. Und dann kann man da auch wieder natürlich, die Fortgeschrittenen werden da größer, schneller. Aber wie gesagt, darauf achten, den Lastwechsel zu haben und natürlich auch unsere Rotation, die brauchen wir. Sehr schön. Und da lassen wir schon fließen. Sehr gut. Ja, sehr schön. Und dann versuchen weiter runter nach unten zu kommen. Profis können das Utensil ganz knapp über den Boden kreisen lassen. Und auch dabei haben wir noch die Rotation mit dabei. Und jetzt stoppen wir mal und gehen in die andere Richtung. Ja, oh, schon ein bisschen intensiver, gell? Gut. Rechts, links. Okay, und wir kommen schon langsam wieder nach oben, werden kleiner und richten uns wieder nach oben auf. Sehr schön. So, nächste Übung, ein bisschen was für unser Gleichgewicht. Und zwar stellen wir uns so hin, dass unsere Beine versetzt stehen. Einsteigervariante, Profivariante hintereinander oder knapper zusammen. Ja? So, und jetzt geben wir unser Utensil über Kopf von der einen zur anderen Seite. Aufpassen, nicht so sehr überstrecken. Ja? Ihr werdet merken, da wagelt es natürlich ein bisschen. Nicht nur bei euch, sondern auch bei mir. Ja, unsere Fußsohle, was macht die? Das spürt die. Die muss austarieren. Unsere Bewegung, die wir hier ausführen. Sehr gut. Konzentration. Ja, bei der Sache sein. Ganz, ganz wichtig. Ich mache das nur für euch. Und ich glaube, genau, die Kamera haltet hin. Man sieht richtig schön, wie das arbeitet. Ja, und genau um das geht. Ja, und dann kann man halt, wie gesagt, noch enger werden. Ja, dann wackelt es gleich noch mehr. Also ihr entscheidet, wie das macht. Sehr gut. Ja, übergeben. Sehr gut. Und versuchen nachzuschauen. Ja, okay, wir gehen einmal nach oben. Okay, sehr schön. So, Utensil gehen wir weg.
Was brauchen wir beim Skifahren unter anderem oder generell im Leben? Das ist unsere Kraft aus der Mitte, die Stabilität. Dazu geben wir jetzt die Arme mal nach oben. Dann verwurzeln wir eines der Beine gescheit. Ich mache es mit dem rechten. Jetzt lösen wir aus mit dem linken und bewegen uns einmal nach rechts. Kommen retour und bewegen uns nach links. Körperspannung, die ist da. So, Einsteiger-Variante. Die fortgeschrittenen Profis können sagen, okay, geh weiter, noch weiter, wie weit geht's? Ja, halte kurz die Position, wollte ich sagen. Halte kurz. Genau, sehr schön. Und wieder zur Mitte. Sehr gut. Jeder so für sich in seiner Bewegungsgröße. Und wenn es so ist, ist in Ordnung. Zack, zurück zur Basis und wieder die andere Seite. Mit einem Lächeln, wissen wir, geht es ein bisschen leichter. Körperspannung ist da. Hoppala, hoppala. Ja, nur austariert. Habt ihr gesehen? Noch austariert. Die ersten Bugeln. Hoppala. Und wieder. Zack, zur Mitte. Ja, das Wackeln, das ist eine ganz normale Geschichte. Hoppala, was ist mit dem Beinchen heute, mit dem linken? Ja, und einmal noch auf der rechten Seite. Und da wir ja rechts angefangen haben, schließen wir das Ganze an noch einmal mit links. Okay, und kommen zur Mitte. So, Schwunggymnastik ist angesagt. Dazu wieder eines unserer beiden Beine verwurzeln. Jetzt nehmen wir das linke Bein her. Man kann sich auch gerne anhalten. So, jetzt lösen wir aus. Und ja, versuchen da ganz locker mal mit unserem Bein zu pendeln. Ich stelle mal seitlich hin. Ja, ganz locker nochmal. Da so. Lass das pendeln. Kleine Bewegung und dann kann man natürlich da größer werden. Kennen wir auch oft. Im Warm-up-Bereich bei den Skirennen, wenn sie hinten stehen mit den Skistecken, halten sie nach und schwingen richtig schön. Genau, also auch wir schwingen da. Jawohl, vor, zurück. Und da merkt man auch wieder, haben wir auch die Fußsohle mit dabei, die da wieder austariert. Werden kleiner und jetzt nehmen wir natürlich das andere Bein. Ja, auch da wieder. Ja, verwurzeln, klein beginnen, ganz locker und dann ja, können wir da wieder größer werden. Sehr schön. Ja, ich merke halt, die Arme geht das linke besser, einmal das rechte. Wie gesagt, und deswegen trainieren wir und üben wir das. Das bringt uns weiter, das macht uns besser. Nicht im Spitzensport, sondern natürlich vor allem für uns im Alltag. Okay, kommen wir zur Mitte. Jetzt machen wir das Ganze noch seitlich. Wieder linkes Bein verwurzeln. Auslösen und versuchen da ganz locker zu pendeln. Von rechts nach links. Kleine Bewegungen zunächst einmal. Und auch da kann man dann hier richtig schön die Arme dazu nehmen. Achtet darauf, nicht, dass so Bullet steht, sondern wirklich aufrechte Körperhaltung. Der Nabel, genau wo zieht er hin? Wissen wir ja, sehr schön. Hoppala! Ja, Beinchen schwingt. Atmung fließt. Und wir kommen zur Mitte. Jetzt noch das andere Bein natürlich. Wieder verwurzeln, auslösen, klein beginnen. Klein beginnen. Und dann auch da wieder versuchen, größer zu werden. Und da können wir auch die Arme wieder dazu nehmen. Mitschwingen, aufrechte Körperhaltung. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich bin stolz auf euch. Ihr macht es sensationell. Aber was noch wichtiger ist, ihr könnt stolz auf euch sein. Ja, super. So, okay, so, hoppala, schaut's her, ich wogle auch. So, okay, wir schütteln ganz kurz aus und würde sagen, wir sind bereit und gehen heute gemeinsam auf die Piste. Hans, du bist dran, also Opfer, das angesagt. So, vom Start schieben wir ganz brutal weg. Jetzt heute fahren wir wieder Kröten. Und jetzt einfach zum ersten Sprung. Und... Ja, da geht's richtig ab. Linkskurve. Von Morosprung. Und ja! Yeah! 40 Meter Sprung. Hoffentlich hält es die Bühne aus, die scheppert schon. Aus das Flache. Und wieder in der Luft. So. Und jetzt heißt es extrem gute Hocke fahren. Wieder abkommen. Ja, runter mit dem Popschall, gehen wir. Durchschnaufen. Gute Position einnehmen. Leicht von links zum nächsten Sprung. Ich schwitze jetzt schon. Und jetzt vorbei an der Mittelstation. Runde Linie. Und fort zum Mauersprung.
Und jetzt geht's richtig auf die ganze Gasse. Yeah. Jawohl, auf. Sehr schön. Sofort nach links. In die Mauer. Widersprung. So, jetzt mit vollem Karacho. Richtung Kamelbuckel. Ich hab wenig Tempo. Ja, ja. Ich geh links vorbei. Der Himmel leicht ab. Und jetzt sind wir wieder auf der Ideallinie. Ja, mir brennt schon. Noch zu langsam zum Drüberspringen. Aber jetzt, da vorne, Einfahrt in die Chaslat. Linkskurve, in zum Tor. Ja. Jetzt ein bisschen wegziehen und, yep. Wow, das war fast zu weit. Jetzt sind wir drin, in dieser Buckelpiste. Wow. Und jetzt auch wieder wegziehen. Aufspulen, nächste Welle. Ja, bist du gescheit. Ja, bist du gescheit. Brennt schon ordentlich, gell? Aber geh mal, komm dabei, weil wir haben es gleich geschafft. Geh mal, komm. Die Oberschenkel brennen. Jawohl. Jetzt nicht nur bei dir, Hans, auch bei uns. Jawohl, oh, gleich haben wir es. Geh mal, komm mal runter. Großes Finale, ja, Herrschaften. Jetzt mit 130 Sachen Richtung ziehen. Jawohl, runter. Geh mal, komm. Oh, leichte Rückschläge. Und zack durch die Rückschläge. Oh. Ein Traum, die Piste. Bist du narrisch. Oh, einmal durchatmen. Das brennt. Das tut gut. Ja, und wenn man sich jetzt die Frage stellt, warum tun wir das? Ja, ich glaube, wir alle haben ein großes Ziel. Wir alle wollen fit, gesund und vor allem selbstständig mobil altern. Das heißt, wo ich kann, der uns irgendwo helfen muss, sondern wir wollen fit und mobil bleiben. Und genau dafür trainieren wir und genau dafür solltet ihr die Zeit investieren, weil genau das zahlt sich aus. Schön, dass ihr mit dabei wart, wie immer Wochenende nutzen. Ich glaube, Sonne soll kommen, rausgehen an die frische Luft, einen kleinen Spaziergang, ein Läufchen, Nordic Walken, wie auch immer. Ja? Ich freue mich schon auf nächste Woche und wie immer heißt es, trinken, 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 weil die Zelle, die muss schwimmen.